ein kurzer Gedanke. Auch heute möchte ich Sie wieder mitnehmen in meine Gedankenwelt. Diesmal zu einem Thema, mit dem ich mich schon seit sehr langer Zeit beschäftige. Ich habe das genannt, wieder die Eindimensionalität des Lebens mit Demenz. Was meine ich eigentlich damit? Was ich damit meine, ist, dass, naja, ich will es mal etwas salopp ausdrücken, egal was Menschen mit Demenz haben, von Haarausfall bis Fußpilz über Traurigkeit und Wut, all das wird nur noch auf die Demenz geschoben. Zumindest besteht die Gefahr. Also überlegen Sie sich einmal, ja, da ruft jemand oder schreit jemand, dann ist eine der ersten Ideen, die wir haben in der Pflege, das ist auf die Demenz zurückzuführen. Wenn jemand nichts sagt, führen wir es genauso auf die Demenz zurück. Wenn jemand jammert, führen wir es auf die Demenz zurück. Wenn jemand wütend ist, führen wir es auf die Demenz zurück. Das gleiche gilt, wenn man traurig ist oder jemand nicht essen will. Ich will es mal etwas aufdröseln. Wenn jemand ruft, dann kann es natürlich sein, dass jemand Kontakt sucht. Wir wissen zum Beispiel aus Studien, dass Rufen und Schreien weniger wird oder teilweise sogar aufhört, wenn Pflegende mit den Menschen mit Demenz in Kontakt sind. Wenn jemand schweigt, dann kann es natürlich eine Art von Resignation sein und nicht an der Demenz liegen. Oder wenn jemand jammert, dann tut ihm vielleicht etwas weh, was überhaupt nichts mit der Demenz zu tun hat, aber er ist nicht in der Lage auszudrücken, was ihm weh tut oder wo es ihm weh tut. Das Gleiche gilt, wenn jemand wütend ist. Auch Menschen mit Demenz haben natürlich auch sozusagen sowohl das Recht als auch oftmals den Grund, wütend zu sein. Ja, also das kann zum Beispiel an unserem Verhalten ihnen gegenüber liegen oder wo auch immer. Jemand will zur Toilette, kann sich aber nicht ausdrücken und ruft und schreit und wir führen alles nur auf die Demenz zurück. Und am Ende ist es dann so, dass derjenige nicht zur Toilette kommt und auf einmal und natürlich wütend wird. Das Gleiche gilt, wenn jemand traurig ist. Ja, stellen Sie sich vor, ein Mensch mit Demenz denkt an seine Kinder und hat sie lange nicht gesehen oder glaubt zumindest, sie lange nicht gesehen zu haben. Das kann natürlich traurig machen. Und wenn jemand nicht essen will, muss es nicht an der Demenz liegen, sondern kann schlicht und ergreifend daran liegen, dass ihm die Zähne wehtun, dass er Bauchschmerzen hat, dass er keinen Appetit hat oder sogar, dass ihm das Essen schlicht und ergreifend nicht schmeckt. Auch das kommt bei Menschen mit Demenz vor und nicht nur bei uns. Warum passiert das, dass wir oftmals so leicht oder fast leichtfertig alles auf die Demenz schieben, sodass das Leben von Menschen mit Demenz so eindimensional wird, dass alles nur noch darauf zurückzuführen wird? Es ist natürlich viel einfacher auch für uns Pflegende, alles mit der Demenz zu begründen. Damit haben wir eine Ursache und wir können unser Handeln. Das können Psychopharmaka sein, das kann aber auch sein, dass wir sagen, wir können es jetzt vielleicht nicht ändern oder wie auch immer. Das Ergeben in die Demenz als Universalursache ist oftmals nichts anderes auch als eine Resignation vor den Herausforderungen einer verstehenden Diagnostik. Vielleicht kennen Sie noch aus dem Jahre, oh, jetzt muss ich überlegen, ich glaube 2007 oder 2003, da gab es die Rahmenempfehlungen zum Umgang mit Menschen mit Demenz in der stationären Pflege. Dort haben wir den Begriff der verstehenden Diagnostik geprägt, was nichts anderes heißt, dass wir eine suchende Haltung haben müssen und wirklich herausfinden müssen, warum Menschen mit Demenz in einer bestimmten Art und Weise handeln. Grund oder Basis dieser Gedanken ist natürlich, dass auch Menschen mit Demenz einen Grund haben dafür, dass in welcher Art und Weise sie auch immer reagieren oder sich äußern. Also oftmals kann das auch als eine Resignation verstanden werden. Warum noch? Die Unwissenheit kann eine Ursache sein dafür, nämlich die Unwissenheit darüber, wie wirksam wir selber sind und wie wirksam die Umgebung ist. Es können aber auch falsche Vorbilder sein, das kenne ich noch aus meiner Pflegezeit auch, dass es ältere oder auch jüngere Mitarbeiter gab, die mir eine solche Art des Umgangs mit Menschen mit Demenz vorgelebt haben, an denen ich mich orientiert habe, falscherweise. Also falsche Vorbilder. Und im schlechtesten Falle kann es natürlich ein mangelnder Respekt gegenüber diesen Menschen sein und dass wir ihnen nicht auf Augenhöhe begegnen. Was sind die Folgen? Die Folgen sind natürlich eben diese von mir genannte Eindimensionalität. Wir schauen Menschen mit Demenz nur noch durch die Demenzbrille an und das wiederum entpersonifiziert diese, ja.
Was noch? Pflegenden nehmen sich natürlich auf diese Art und Weise aus der Verantwortung. Die Folge ist, dass wir nur noch verwahren. Ja, wenn wir nicht mehr da an unsere Selbstwirksamkeit glauben und dass wir eine Ursache herausfinden können und dementsprechend begründend handeln können, dann nehmen wir uns natürlich sozusagen in unserer Verantwortung daraus. Es macht natürlich das Leben für Pflegende auch ein Stück weit einfacher, wenn ich nichts machen kann. Ja, und sagen kann, ich muss sozusagen oder kann nur noch verwahren. Das ist jetzt keine Frage von Schuld. Mir geht es nicht darum, dass wir da böse Menschen haben, sondern ich glaube, viele der Gründe, die ich angeführt habe, zum Beispiel falsche Vorbilder und anderes, sind eben halt die Ursache dafür. Gehen wir den Schritt weiter. Was ist zu tun? Wir brauchen einfach Empowerment von Pflegenden in der Ausbildung. Selbstwirksamkeit der Pflegenden, dass die wirklich was erreichen können, dass sie etwas machen können und dass sie einen großen Anteil haben können an der Lebensqualität von Menschen mit Demenz, wenn sie sie ganz sehen und nicht nur durch die Brille der Demenz. Positive Erfahrungen zu sammeln, indem man andere Vorbilder sich sucht, die einem zeigen, wie es geht, ist natürlich etwas, was wir unbedingt befördern müssen. Wir müssen aber auch gerade schon in der Ausbildung den Pflegenden beibringen, dass sie Widerspruch lernen. Also, dass sie sich auch äußern und sagen, das sehe ich nicht so, wir müssen dort etwas anderes machen. Und auch wenn der oder diejenige schon viel länger sozusagen in diesem Bereich arbeitet, haben die jungen Leute trotzdem etwas zu sagen. Was haben wir noch? Wir müssen Wissen haben, wir müssen aber auch an der Lehrer und Lehrer, an der Pädagogenausbildung arbeiten, denn diese Art des Empowerments kommt mir häufig zu kurz. Also alles in allem geht es darum zu begreifen, dass ich als Pflegende, als Pflegender oder als Pflegende natürlich die Möglichkeit habe, Dinge zu verändern. Und indem ich versuche herauszufinden, was Menschen mit Demenz dazu bewegt, sich in einer bestimmten Art und Weise zu äußern oder sich zu benehmen oder zu fühlen, wenn ich begreife, dass ich daran einen Anteil habe, im Positiven wie im Negativen, öffnet sich ein riesiges Tor, was zu mehr Lebensqualität von Menschen mit Demenz führt, aber auch im besten Falle zu mehr Lebensqualität für die Pflegenden selber. Denken Sie auch einmal darüber nach und schreiben Sie mir, was Sie von meinen Gedanken halten. Nur ein kurzer Gedanke.